Meine Damen und Herren, liebe Boxsportfreunde, 12 Runden IBO International Championship im Supermittelgewicht. Das Gewichtslimit 76,2 Kilogramm. Ich darf Ihnen zunächst die Offiziellen vorstellen. Die Supervisorin ist Frau Beate Pöske aus der Bundesrepublik Deutschland. Sollte der Kampf über die volle Distanz gehen, sind die drei Punktrichter Uwe Lorch, Frank-Michael Maas und René Fiebig, alle drei ebenfalls aus der Bundesrepublik Deutschland. Kommen wir zum Kämpfer in der roten Ecke. Er ist 31 Jahre alt, brachte gestern beim Wiegen 76,0 Kilogramm auf die Waage und misst 1,82 Meter. Er ist Profi seit 2013. Sein Kampfrekord: 24 Kämpfe, 19 Siege, 10 Mal gewann er durch K.O. Er ist der ehemalige italienische Meister im Supermittelgewicht aus La Sastra Signa Italien, Dragan Lippay. Meine Damen und Herren, die blaue Ecke von Agon Boxing. Er ist 28 Jahre jung, brachte gestern mal wiegen 76,0 Kilogramm auf die Waage und misst 1,78 Meter. Er ist Profi seit 2016. Sein Kampfrekord, er ist ungeschlagen. 16 Kämpfe, 16 Siege, 7 Mal gewann er durch K.O. Er ist der amtierende IBO International Champion aus Matanzas, Kuba und Berlin. El Indomable William Skull. The referee in charge, der Ringrichter, ist Ingo Barabas aus der Bundesrepublik Deutschland. William Dragan, you know the rules, obey my commands, protect yourself at all times. Touch gloves, good luck to both of you. Touch gloves. Seconds up. Selbst das haben wir hier unten gehört. 12 rounds, IBO International Championship im Supergewicht. Ring 2, Runde 1. So, nun wünsche ich Ihnen viel Spaß, denn es ist immer wieder erfrischend, William Skull bei der Ausübung seines Berufes zuzuschauen. Zuletzt ließ er dem ehemaligen Kickbox-Weltmeister Gino Kanters aus den Niederlanden nicht den Hauch einer Chance. Und Ähnliches sind ja auch gegen den in Italien lebenden Dragan Lippay zu wiederholen. Skull ist auf dem besten Wege, in die absolute Spitze vorzustoßen und klettert entsprechend in der Weltrangliste nach oben. Inzwischen ist er Supertechniker aus Kuba auf Rang 42 angekommen. Und wie gesagt, es geht um den IBO International Titel über 12 Runden. Oh ja, da sieht richtig intensiv aus. Das Pfeffer dahinter. Ja. Oh ja. Ja. Nicht gleich so viel, alles mit Kraft. Aber wir haben 12 Runden. Ist der Italiener schon ein bisschen eingeschüchtert, glaube ich. Das, was auf Bedeckung kam. Oh. Und auf den Kopf jetzt. Ja. Ja, der Lippay, der probiert schon gar nichts. Nee, da kommt noch zu viel Feuer hinter, ne? Jetzt versucht er sich nach vorne zu schieben. Wird gestört mit der linken und der rechten. Ja. Ja, jetzt. Boah, jetzt steckt so einer. Gut, Doppeldeckung, aber das spürt er ja trotzdem. Ja, das tut weh, das tut weh. Da muss er runter, da waren immer zu viele Schläge. Das Beste, was er jetzt machen kann, kurz auf die Knie gehen, sich eine Pause holen, bevor er hier doch noch einen harten Treffer richtig kassiert. Aber das geht keine 12 Runden heute. Dieser Kampf nicht. So, habe ich mich doch festgelegt. Ich wollte es nicht tun, aber ja.
Ja, aber es war so einseitig. Der hatte ich einmal geschlagen, glaube ich, hier in den Pai. Genau, der war gleich so beeindruckt durch die Schläge auf Verdeckung alleine. Ja. Das war schon, ja. Und man, der wird die Wucht ja wieder weitergegeben durch den Handschuh. Ne? Ist ja, gerade wenn du so eng anliegen am Kopf wie bei ihm. Ja. So, und da ist Adama in seiner Ecke. Jack Kulkai, Ralf Trampe. Adama spricht ja kein Deutsch, spricht also das Spanisch und so versteht er ganz gut, das ist cool. El Indomable, der Unbesiegbare. Ja. Bis jetzt stimmt's. Ja, wenn er weiter so vorwärts geht, wird es vielleicht wahrscheinlich die letzte Runde sein. Schauen wir mal. Natürlich bitter, wenn man noch so eine Runde wieder rein muss in den Ring, ne? Weißt. Ja, schön ist das nicht, glaube ich. Na, wenn du weißt, da kriegst du gleich wieder welche am Kopf. Ist ja sowieso nicht schön, aber wenn du gleich Anfang an, so in der ersten Runde so. Oh, da machen wir die Rechte, ja. Guck mal an. Und da kommt die Antwort. Ui. Aber die hätte er sich mal klemmen sollen. Oh, durchgekommen. Ja, ja. Links, rechts an Kopf, nochmal die rechte an Kopf. Ja. Und dann wieder nach vorne, zieht voll durch. Links aufwärts hakeln, und dann ist er wieder weg. Und ja, das war eine Klasse für sich. Ja. Cool. Aber das hat er auch stark gesehen, der Kubaner. Ne? Da in der Mitte auf, da zieht man Aufwärtshaken hoch. Ja. Einwandfrei. Also das ist die kubanische Schule. Und aus, zweite Runde. Ja, da wollte er nicht mehr, ganz klar. Ja, nach dem Ding. Ja, möchtest du nicht. Ich hab nicht mehr möchtest gewollt. Du nicht. Du möchtest wieder heile nach Hause kommen, Punkt aus. Ne? Ja, das war also, eindrucksvoll. Ja. Also aus dem kann was werden, oder? Was schätzt ja, du? Auf jeden Fall. Also, wenn er noch ein bisschen, kann es nichts sagen, ne? Nein, also es war jetzt auf einmal, er war da und auch wieder weg, ne? Also man hätte ihn gerne noch ein paar Runden länger gesehen. So, hier guck nochmal bei der Aufwärtshaken. Ja, Bums. Selbst den holt er noch ein bisschen aus, ne? Aber nee, also da ist es schon, ja. Das klappt nicht immer so. Wenn du gleich reingehst und feuerst auf die Deckung, ne, das kann nicht, das klappt nicht überall und nicht immer. Ja, da muss er sich noch ein bisschen was anderes einfallen lassen. Aber so in diesem Kampf hat es geklappt, hat gepasst. Und ja. Und den Kampf kann sich keiner mehr nehmen. Den Titel auch nicht. Da kann der Punktrichter machen, schreien, was sie wollen. Ne, ganz super, klare Sicht. Super Mittelgewicht ist auch einiges los. Ne? Ja. WBC. Canelo Alvarez Weltmeister, WBA, Canelo Alvarez Weltmeister, WBO, Canelo Alvarez Weltmeister, IBF, da gibt es noch einen Damm-Mohikaner mit Kalle Plant. Okay. Den Titel wird, glaube ich, der Alvarez auch noch holen. Ja, aber ich glaube mal, bis zur Weltmeisterschaft dauert das noch. Da dauert es noch, ja, klar. Ne, da müssen noch ganz andere Kaliber her. Aber zumindest also, Potenzial ist da, richtig ja, Potenzial. Auf jeden Fall. Die haben natürlich auch eine gute Ausbildung, die Kubaner. Ne? Ja. Die kommen halt rüber und sind schon technisch perfekt. Ja, da fehlt ja nur noch der Feinschliff. Also daher. Und der Nationaltrainer hat dann da an der Ecke jetzt stehen und mit Kulkai mit Sicherheit auch keinen schlechten. Also nein. Da ist schon alles vorhanden. Meine Damen und Herren, liebe Boxsportfreunde, nochmal einen großen Applaus für beide Fighter. Das offizielle Urteil. The referee reaches the count of 10. Wir haben einen Sieger durch K.O. in Runde 2 nach 42 Sekunden von Agon Boxing. El Indomable William Skull! Alter und neuer IBO International Champion. Der Gürtel wurde überreicht von Beate Pöske. Der kommt kurz zu uns. Ist übrigens auch ein total sympathischer Typ, der Skull. Ja, macht er auch jetzt, ne? Also finde ich auch. Grüßt normale, bedankt sich. Klasse Performance, erstmal herzlichen Glückwunsch. Wie fühlt sich's an, den Gürtel nach Kurzarbeit so schnell verteidigt zu haben? Como se siente como ganar ese título tan rápido? Me siento muy bien, muy contento con el trabajo que hice con mi entrenador Frankie. Le hemos trabajado un peso de agua. Con todos los muchachos que me ayudaron a resolver con los sparring. Y la verdad que el trabajo de hoy es la felicidad de mañana y el sacrificio se vio el fruto del triunfo de hoy.
Ich sage Dankeschön an meinen Trainer, an das ganze Argon-Team. Und harte Arbeit lohnt sich. Und ja, die Vorbereitung lief sehr gut. Und ja, sehr gute, guter Kampf. Du hast es angesprochen, mit einem sehr sehenswerten Uppercut hast du ihn zu Boden geschickt. Plant man das genau so? Du siehst el trabajo, hiciste el trabajo como que tú querías. Sí, me preparé porque sabía que era un boxeador fuerte y no podía darle mucha confianza que él llevara la pelea, tenía que salir a buscarlo yo para que salieran los golpes y que fueron los que salieran ahora y poderlo conectarlo y salió bien las cosas, así que todo fue fruto del trabajo. Der hat alles geplant, wir haben uns den Kampf auch angesehen, hat er gemeint, und ja, alles hat er so umgesetzt, wie er trainiert hat. Hast du sicherlich geholfen, jetzt sind wir bei 17 Kämpfen, 17 Siegen. The sky is the limit, was plant ihr als nächstes als IBO International Champion? Nada, si te peleas, que es lo que quieres hacer próximo. La verdad que estoy muy contento y con el récord que tengo. Y ya estoy, ya quiero pelear con peleas importantes, que es el trabajo que uno quiere, que quiero pelear peleas importantes, campeonatos mundiales, que ya me siento listo y estamos listos y con, mientras vaya peleando, seguir demostrando que voy a estar más listo todavía. Er sagt, er ist bereit für größere Kämpfe, er will gerne gegen größere Kämpfe boxen, größere Titel, und er ist ungeschlagen und er ist bereit, um zu kämpfen. Dann sagen wir herzlichen Dank nochmal, herzlichen Glückwunsch, klasse Leistung, wir entlassen dich. Du kannst ruhig gehen, wir würden noch ein bisschen mit Jack sprechen. Ja, gracias, que todo bien y que felicidades por todo. Vielen Dank. Sehr gerne, dein Applaus. Kommen wir ein Stück mit rüber. Jack Kulkai ist bei mir. Jack, ihr habt im Vorfeld so ein kleines Video gedreht, das würden wir uns gerne mal angucken. Da gibt es so eine kleine Kampfansage, deshalb schauen wir ganz kurz mal drauf. Hagen Döring ist mein Name, ich bin der Matchmaker vom Team Argon und heute wollten wir über die Situation im Superweltergewicht sprechen, speziell Jacques Kulkai, derzeit Nummer 2 der IBF, wartet jetzt, bis die Nummer 1 die Pflichtverteidigung geboxt hat gegen den Weltmeister, der bis dahin wahrscheinlich 4 Gürtel haben wird, entweder Charlo oder Brian Castano. Einer bringt den WBO-Titel mit, der andere bringt den WBA-Superchampion mit, den WBC-Weltmeister und den Titel der IBF. Und die wollen vereinigen und müssen danach eine Pflicht machen nach Version der IBF. Dann wird die Nummer 1 frei, sodass Jacques danach um die vakante Nummer 1 boxen kann. Wunschgegner von uns ist Tim Sue aus Australien. Der würde Jacques richtig gut liegen. Würde auch ein guter Kampf sein, würde die Fans interessieren. Für Tim Tsiu ist der Kampf noch ein bisschen zu früh, für Jacques gerade richtig. Dann würde Jacques danach um 4 Gürtel boxen. Möglich ist natürlich auch, dass nach dem Vereinigungskampf Charlo Brian Castano den Sieger niederlegen wird in der Gewichtsklasse, um eine aufzusteigen. Dann hat Jacques natürlich die Chance, direkt um die WM zu boxen gegen die Nummer 1 aus Russland. Und könnte dann zeitnah, das heißt bis Ende des Jahres, noch seinen Titelkampf nach Version der IBF kriegen. Hi, mein Name ist Jack Kulkai. Ich bin gerade hier bei Argon Sports in the Band und bereite mich auf meinen nächsten Kampf vor. Egal wann es stattfindet, ich bin bereit. Team Tsui, lass uns kämpfen. Egal wo, auch in Australien, ich bin bereit. Jack, das waren klare Worte von Hagen Döring, dem Matchmaker von Argon und von dir in Richtung Tim Tsiu. Wann dürfen wir denn mit dem Eliminator rechnen? Also ich denke mal September, Ende September können wir damit rechnen, um den Eliminator zu boxen oder vielleicht auch direkt um die Weltmeisterschaft. Und Tim Tsiu, ich würde auch in Australien gegen ihn boxen und das haben wir vor. Ich bin bereit dafür. Wir haben ein gutes Trainerteam hinter uns, Frankie und Argon Sports. Wir sind bereit dafür. Das hört sich gut an. Es Querverweise, die hinken immer so ein bisschen. Aber er hat gegen Hogan geboxt im März. Du hast gegen ihn geboxt vor 5 Jahren. Du bist über die Runden gegangen. Er hat ihn in der 5. Runde genockt. Guckt man sich sowas an? Analysiert man das? Und wie schätzt du ihn denn ein, dieses in Anführungsstrichen Wunderkind von Sohn von Costa Tsiu? Ja, auf jeden Fall. Also ein guter Boxer. Hat gegen meinen alten Gegner geboxt und auch gewonnen vorzeitig. Man guckt sich das sowas an, aber
ich bin bereit, gegen Team 2 egal wo zu boxen. Ich bin fit, bin motiviert und es kann losgehen. Das hört sich sehr entschlossen an. Wir sagen herzlichen Dank. Dein Promoter und das Publikum steht hinter dir. Viel Erfolg, vielen Dank, Jack Kulkai. Und wir machen ein klitzekleines